Meine Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Spiel. Gut stehen oder schlecht stehen. Ja, das hier ist unser Team und wir spielen jetzt unsere Runde Gegner. Also Freunde, das ist unser Gegner. Wir kriegen, wenn wir gewinnen, Ronaldinho. Und falls wir verlieren, kriegen wir einen 65er Brasilianer auf ZDM. Oder, nee, sogar ganz falsch. Einen 61er, aber den brauchen wir nicht. Das heißt, dass wir verlieren, kriegen wir gar keinen. So, fangen wir jetzt an. Gucken, was wir so machen können gegen dieses Team hier. Also, hinten steht der schon. Besser als unser letzter Gegner. Sorry. Und sein Beckmann. Was? Abseits. Ja, passt er da quer, direkt auf Ronaldinho. Unser Platz ist da. Aber er ist sowieso daneben gegangen. Ey, der passt die ganze Zeit nur auf den ersten Mann. Nehmen wir jetzt eins noch sehen nicht wir hier. aufgeräumt. Wieso ist es noch nicht aufgeräumt? Ich nehme gerade auf. Gute Herold. Das weiß ich nicht. Sorry Leute, wegen gerade eben wegen deiner Mutter. Das ist eigentlich so ein Schild vor der Tür aufhängen. Bleibt draußen, seid leise. Ich bin gerade auf. Oh, das war nix. Machen wir hier vorne zu. Macht das eine lächerliche Flanke. Ich sehe keinen Abseits. Es ist kein Abseits.
Nein! Das gibt's nicht! Aber dann aus. Ach, weil ich es genießt habe. Ging ja nicht rein. Das ist ja cool. Nice, macht aber nur das Tor. Ja, Gegner. Oh, der Gegner hat bis zum Ende durchgewartet. Okay. Spielen wir einfach mal. Red Test. Lass mal weiterlaufen. Die Donut. Lauf einfach nicht rein, bleib einfach stehen. Ich sag die mal reinlaufen, nein, man bleibt lieber stehen. Flanke kommt bestimmt. Ich hab mich so auf Ronaldinho gefreut. Ey, passt doch früher. Das war unser erster Goldspieler damit Ronaldinho. Ja. Lass mal einfach mal los, ne? Was? Ach komm, Longshot. Das war kein Longshot, das war eine Grätsche. So, die zweite Halbzeit beginnt jetzt, aber der Gegner will ich doch jetzt wieder. Packt er jetzt die Skills raus. Oh, das gibt, das war das. Das war nix. Ja, komm, jetzt geht schneller. Corodano. Was hat das jetzt gebracht? Nix. Schneller. Ecke. Wenigstens mal eine Ecke rausgeholt. Die Ecke habe ich so nah ans Tor angezogen. Komm, schnell holen wir. Absprechen, Leute. Nein. Jawohl. Nein.
Wenn der reingegangen wäre, wäre das die Entscheidung gewesen. Goal, goal, goal. Nein! Oh nein, Feldstab. Schade. Mann. Ey, das gibt's nicht. Ey, nein, das gibt's nicht. Ey, das hat man so gerade gesehen, dass unser eigener Spieler den Ball reingehauen hat. Aber der zieht als Torschütze. Aha, ja. Hätte ich lieber gehabt, dass der mal mit der Hand gehalten hat oder so und dann gibt der Elfmeter. Aber nein, der hält mir den Kopf und was ist denn? Der prallt ab und der geht rein. Ja, komm. Mach's doch noch klarer. Ey, Leute. Ich glaube, es ist entschieden jetzt. Ich habe vorne nichts einfach gerissen bekommen. Ich hatte zwar meine Chancen. Gerade schon wieder. Ey, was war das für ein Kopfball, Mann? Was war das brutal schwer in der Attacke? Komm. Jetzt komm, schneller, 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 komm. Ein Tor, Mann, ein Tor. Ich brauche nur ein Tor. Ey, was ist das, Mann? Er schießt einfach drauf und der Keeper macht nichts. Jetzt gebe ich auf, ganz ehrlich. Weil der kann einfach ganz frei zum Schuss kommen, ne? Und das ist eigentlich die Entscheidung, ja, aber... Und das war's für uns. Wir geben auf, also quitten. Haben keine Chance gehabt. Wir haben unsere vorne die Chancen nicht genutzt und deswegen verlieren wir halt. Okay, ciao, bis zum nächsten Mal. Abonnieren, Daumen hoch lassen wie immer und Peace.